Da war der Gravel. Ich hänge euch da mal eine Fackel her, dass ihr was seht. Weil ich sehe ja genug noch, ne? Aber ich weiß nicht, wie YouTube bzw. mein Renderprogramm die Schwärze zeigt. So, und ich würde mal sagen, wenn man so fad ist und wenn wir so viel Cobblestone haben, dann werde ich das jetzt alles verkoppeln. Scheiß auf Redstone. Wie kannst du das sagen? Naja, haben wir hier genug. Bist du nämlich der Tunnel ist so fett, Alter. Kannst du dich nicht an den Tunnel erinnern, den wir gemacht haben in unserer Offline-Welt? Der ist ein Schaß gegen das Projekt. Der war ein Schaß, ja. Na gut, da war die ganze Offline-Welt ein Schaß. Ich glaube, das mit Bauer, mit Bahnhof toppt alles. Das stimmt. Vor allem, weil wir das wirklich im Kreativmodus, im Survival-Modus gemacht haben, nicht im Kreativmodus, ne? Darum haue ich ja auch eigentlich immer fast nur mehr Stundenfolgen raus, weil sonst wird sich das so zahn. Was nutzt du das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Viertelstunde Folge oder eine 20 Minuten Folge raushaue, wo man, weiß nicht, in der Viertelstunde sieht, wo ich jetzt nur die Steine hier rausklopp? Mein. Stundenaufnahme siehst du auch nur, wie ich eine Stunde die Steine rausklopp, ne? Aber ja, du kannst ja wenigstens vorspulen oder keine Ahnung was machen, ja? Oder überspringen oder keine Ahnung. Aber da habe ich dann wenigstens schon 4 Folgen in einem, ne? Wenn ich jetzt eine Stunde Aufnahme mache. Und das werde ich auch machen, weil dieses Projekt, also, das ist Stundenaufnahme pur. Das Problem ist halt, die meisten YouTuber zum Beispiel, auch wenn sie Großprojekte so haben wie hier jetzt zum Beispiel, machen trotzdem immer nur alle eine Viertelstunde oder sowas, ne? Das Problem bei denen ist aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern, ich sag's jetzt einmal grob, ja, weil es wahrscheinlich die Internetleitung nicht haben oder keine starke haben, ne? Weil bei mir, ich kann sagen, wenn ich jetzt eine Stunde zum Beispiel render, dauert es bei mir eine Stundenfolge circa 8 Stunden zum Rendern. Eine Folge, bitte wohlgemerkt. Und knapp 2,5 Stunden zum Hochladen, ne? Weil es ja doch 5 GB sind, ne? Eine Folge. Ich habe da angeboten, dass ich das mache, dass ich da das rendere. Dass du mir das nur von USB stick und ich rendere das alles runter. Ja. Dann werde ich mir die Mühe machen und jeden Tag oder jedes Mal nach der Aufnahme zu dir zum Kommen, das zum Holen etc. Und mir ist das ja eh wurscht, das mache ich eh über die Nacht. Mein Computer rennt eh über die Nacht durch, fertig aus. Nicht. Vormittag oder Nachmittag bin ich sowieso arbeiten, das heißt, da kann er auch ungestört durchrendern. Wenn ich dann daheim bin, ist er fertig. Das einfachste, was es gibt. Und noch einfacher ist es, wenn du 3 Bildschirme hast, ne? Da bist du nicht auf ein Bildschirm angewiesen. Jo. Das stimmt. So, da.
nehmen wir das auch noch. Dann haben wir genug Gravel. Dann haben wir... Ja, zwei Stacks haben wir jetzt daheim circa. Das geht. Und die Framerate ist hier unten auch flüssig. Das passt. Nicht so wie da oben. So, wie weit muss ich ihn da eigentlich wegbauen? Das hier kommt weg. Bis da hier. Okay, das heißt, dann muss ich das hier auch, dann kommt das hier weg. So, dann muss ich nur wissen, wo ich hier zubaue. Und zwar baue ich... So, warte mal, das geht auch noch weg. So. Muss ich das jetzt zubauen? Und quasi die Mauer hier oben. So, na komm. Ich meine, das wird eh noch ausbessert, aber das mache ich jetzt einmal, dass ich weiß, wie der Tunnel ausschaut. So, dann beginnen wir weiter hier. Ich möchte schon irgendwie schon vorwärts treiben hier alles. Huch. Machen wir es bis da. Geht ja Gott sei Dank schnell mit der Spitzhacke hier. Welches Level bist du schon? 28, kleine 21. Okay. So, mal da fackeln und da ist wurscht. Was sagst du denn eigentlich zu dem, zum warmen Winter schon wieder? Geil. Naja, abnormal, oder? Geil einfach. Aber ich sag's dir, irgendwann einmal wird es so weit kommen, dass sich der Winter in den Sommer verschiebt und der Sommer in den Winter. Weil ich meine, seien wir sich ehrlich, Leute, wir haben 15 Grad draußen heute gehabt, ja. Und das Ende Dezember, ja. Wir haben also die letzten 3-4 Tage schon warm gehabt. Klar, ich meine, im restlichen Österreich, Tirol oder sowas, ich meine, da hat es eh schon wieder Schneechaos gegeben und ein Dorf oder sowas ist von der Außenwelt abgeschnitten, weil irgendwie, keine Ahnung, Strommasten etc. umgeknickt worden sind durch einen starken Schneefall, beziehungsweise durch die Bäume. Aber wie gesagt, ich finde es halt arg wirklich, wie zweigeteilt das Land eigentlich ist. Auf der einen Seite, und Österreich ist nicht so groß, dass jetzt da sagst, naja, ist schon ziemlich riesig, ne? Ich meine, wenn es im oberen Deutschland schneit und im unteren Deutschland ist, weiß ich nicht, herrlicher Sonnenschein, das verstehe ich ja, aber Österreich ist nicht so groß, dass jetzt sagst, okay, da hat es jetzt einen extremen Unterschied, ne? Aber ja, man merkt's. So, da habe ich gesagt, Glas. Wow! Das sah. Ich bin Level 30. Nur GZ. Ja, da bauen wir zur Uhr. Das ist nichts Interessantes. Nein, das wollte ich so nicht. Sondern das gehört hier zugebaut. Huch.
Glas. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil jetzt kommen ein Höhlensystem rein. Daher. Das heißt, das mache ich zu, da gibt es nichts Interessantes. Gekohlt immer. Das heißt, hier kommt eh Glas. Und bis hierher. Genau. Schauen wir mal, was da noch Interessantes ist. Macht ein bisschen Wecker. Da unter ich muss ich sowieso Stein legen. Warte mal, wo ist denn da die Mitte, Gernot? Da ist die Mitte, ja. Ich hab's schon. Ja, ich muss da drunter nämlich Glas legen. Cobblestone legen. Soll ich? Kies, ne? Soll ich schon die Strecke, den Kies machen? Da ja, das kannst du machen. Die eine Vertiefung für den Kies. Das heißt, da kommt dann noch eine Fackel her. Huch! So, und dann geht's da weiter. Hast du vielleicht Kies? Ja, was? Nee. Schaufel? Ich muss mal spezieren. Ups, das war meine Schaufel. Ja, wurscht. Ah. Ja, wurscht.
Nein, das mache ich denn nicht, Trottel. So, dann zack, 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 und zu ist es. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Darum schweige ich auch so viel beim Let's Play, weil das einfach Gold ist und Gold will ich finden. Genau, Schnucki, machst mir einen Gefallen, tust du nicht vor mir bauen, weil sonst komme ich durcheinander mit der Höhe. Weil ich es mir schon so eingespielt habe mit der Höhe, weißt. Gibt's noch Gravel? Ja, komm her. Was? Bleib stehen. Das hier. Ach Gott, jetzt baue ich mal wieder die Fackel selber ab. So, Moment einmal. Im Prinzip brauche ich die untere Reihe gar nicht abbauen hier. Die da. Wieso? Weil da die Stufen herkommen, auf dem hier, wo ich jetzt hüpf. Und hier kommt ja dann die Wand rein. Das heißt, das sieht man eh nicht da hinten. Ja, wie du möchtest. Ziehst du mir das mit Cobblestone wieder zu? Ja, ne, das war eine Schnapsidee jetzt gerade wirklich. Aber besser, mir fällt es jetzt ein als zu spät. Bis ganz hinterher raus. Naja. Also bis auf die Löcher, die wir sie freilassen haben, ne? Wusste, wo das Glas hinkommt. Ich höre einen Schleim auf meinem Ohr.
Ne, Diamanten schon wieder, Alter. Was hab ich da? Ah, Effizienzhaltbarkeit. Falsche Spitzhacke. Auch schon fertig. Und dann ist es eigentlich eh nicht mehr so weit. Muss nur aufpassen auf die Spitzhacke, weil die ist jetzt nämlich ziemlich damaged schon. Welches Level bist denn du schon gerne? 30. 30. Machst du rauf auf 40? Weil ich habe nämlich die Vermutung, 23 brauchst für einen Diamanten und dann habe ich die Vermutung, dass... Ah, was mache ich? Dass du immer das Doppelte brauchst. Schau, Diamanten, hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen? Schau, schau, schau. So, wo ist denn da ja die Kurve? Da ist die Kurve, jawohl. Machen wir es bis daher mal. Alter, scheiß Gravel. Der gute alte Fackeltrick. So, haben wir da die Fackel drinnen. Tja, eine Schaufel wäre jetzt relativ geil. Gut, dann nochmal Erde, die habe ich vergessen.
Redstone. Man muss sich jetzt mal überlegen. Nichts überlegen. Das heißt, das ist so weg. Das ist so, so. D oder A 1, 2 Tiefen. Das heißt, das geht eh so weg. Eins, eins, zack, genau. Was mache ich denn schon wieder? So, dann hätten wir das einmal. Warte mal, die Decke mache ich da oben noch schnell dicht. So. Huch. Oh, Gernot. Ja. Gernot, jetzt kommst du dran. Wieso? Spitzhacke reparieren. Ja, ich bin erst Level 31. Ja, wurscht. Schau, was du mit dem machen kannst. Ja, ich komm zu dir. Na, warte, ich komme zu dir. Ja, ich muss ja sowieso in die Richtung. Achso, stimmt auch wieder, ja. Da hast. Was rennst du nochmal dumm wie geschreckt, Zehndl? Hast du extra Sieg genommen? Handkantenschlag. Ach, scheiß doch drauf. So, da dann brauche ich nochmal eins so, eins so, drei oder eine Schaufel. Ja, kann ich mir eine Schaufel aus Stein aufmachen. Man darf nicht immer so verwöhnt sein.
So. Wahrscheinlich Nacht draußen, ne? Ja, Tag. Tag? Wow. Huch. Aha. Vier Diamanten, 39 Leveln bräuchte ich. Dann wäre es komplett, oder was? Und wie ist mit 3 Diamanten, wie viele Leveln brauchst du da? Noch 2 extra. Scheiße. Dann ist fast. Und mit zwei Diamanten, wie ist da? Du Heubert. Ja. Ich weiß schon, wie ich meine Leveln hole. Ja. Ich fütter einfach die Schafe. So, stimmt, ja. Das ist ein Hobby, ein seltsames. Tiere züchten. Schnauze. Das ist ein seltenes Hobby. Eichenfeld. Das weg und das weg. Also mit einer Eisenspitzhacke geht da überhaupt nichts weiter. So, dann kommt ja das auch wieder runter und da auch was, ne? Nicht einmal. So.
Naja, es ist dann bald das Jahr vorüber, Gernot. Dann fängt das nächste Jahr an, das 2014er. Dann wird wieder überall sinnlos und dumm geschossen. Yeah. Das Geld rausgepulvert. Jeder schreit, er hat kein Geld. Aber Hauptsache Geld für Feuerwerk. Muss mal vorstellen, was die Leute nur allein für Feuerwerk ausgeben. Ja, ich meine, das ist unvorstellbar. Ja. Da gibt's da allein nicht locker schon so um die, weiß ich nicht, pro Kopf circa 200-300 Euro, sag ich jetzt mal, für Feuerwerk alleine aus, ne? Und für was? Für ein Feuerwerk, wo du nicht einmal ein Profi bist drinnen, wo du sagen kannst, dass jede zweite, dritte Rakete sowieso nicht gescheit zündet, nicht startet. Dann gibst für eine schöne Raketen, sag ich jetzt einmal, weiß ich nicht, so um die 20 Euro aus. Und dann ist, ja, ein Blindgänger. So, da würde ich mich doch so in Arsch beißen, wirklich. Tjo, das war's mit meiner Spitzhacke. Wie lang brauchst du? Nicht mehr lange. Weil ich kann nämlich nichts bauen mehr. Ja, dann stell dich da mal kurz noch hin zum... Also ja, stimmt, das könnte ich machen. Weil ich habe nämlich weder Schaufeuer, weder Eisen, noch Spitzhacke. Ich meine, ich könnte mir jetzt eine Steinspitzhacke machen, aber pff, das dauert ja noch länger. Ja, wie gesagt, was die Leute da unnötig wieder für Geld rauspuffen, für lauter Blindgänger. Und am besten finde ich ja immer diese Raketen, die aus Tschechien oder wurscht woher importiert werden. Die, ja. Was bringt man noch leveln? Weil ich bin schon Level 36. Drei Leveln bräuchte ich noch, dann könnte ich es komplett reparieren. Kochen. Zum Beispiel. Eisenerz. Bei drei Viertel willst du sie nicht repariert haben, oder? Was? Drei Viertel willst du sie nicht repariert haben. Oh ja, können wir ja. Oh ja, das reicht auch. Ja, wie du willst. Oh, grüß euch. Drei Diamanten und das fällt 5 mm ungefähr. Ja, das ist wurscht. Das ist wurscht. Weißt du was, ich leg 5 Diamanten da hinten rein. So
zum Reparieren, dass wir nicht immer da aufrennen müssen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Dann werde ich dabei wieder leveln, farmen, ne? Für die Diamantenrüstung, oder? Wir brauchen endlich Lichtquellen. Ich komme dir entgegen. Stufe, Block. Dankeschön. Genot. Ja. Wo bist denn du gerade? Beim Spawner. Ah, wurscht, ich mach's schnell. Geht eh schnell. Das anders eingefallen. Was? Wenn wir den Tunnel verschönern könnten. Und da habe ich aber zu viel abgebaut wieder mal. Wieso? Wie kann ich den verschönern? Treppe. Treppe, Holz, Treppe. Okay. Und da habe ich aber dann oben auch wieder zu viel.
So, dann bauen wir das alles wieder hin, was ich unnötig geappert habe. Meine Güte, diese Gedankensprünge hin und wieder. Aber wie gesagt, besser jetzt als zu spät, wenn wir das Holz schon drauf haben etc. Weil dann, glaube ich, beißen wir uns noch mehr in den Arsch. So, das heißt, ich tue jetzt einmal die oberste Schicht weg. Und dann tue ich die erste Schicht hier weg. Und hier nur die mittlere. Hier Fackel, hier Fackel, hier Fackel, da brauchen wir zum Essen. Mampf, 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 Mampf. Und hier die mittlere. Töre. Gut, Redstone nehme ich mit, habe ich eh schon. Bauen wir die Fackel hier rein. Und dann kann ich das Schiri wieder wegbauen. Wegbauen. Weghauen. Streifen weg und alles ist gut. Na, was machst du gerade? Leveln wir. Was? Die Eisenbahnspur, das heißt, das werden wir abreißen. Dann mache ich die auch gleich. Dann machen wir das also so. Tja, jetzt ist lustig. Jetzt ist lustig. Wieso? Weil ich jetzt das die Stufen habe. Thank you.
Wie mache ich denn das jetzt am blödesten? Ich hoffe, ich baue das richtig. Gold. Gold nehme ich immer. Da bräuchte ich aber allerdings einen Platz für Gold. Aha. Okay. Nichts von Interesse hier. Hier stehen muss ich das hier quasi.
dunkles Fenster. So, dann gehört der hierher. Dann gehört hierher der. Fertig ist er. Tja, die Frage ist jetzt wirklich nur, mache ich es jetzt nochmal? Naja, höher kann ich es aber nicht machen. Mit dem hier.